Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem nächsten Video hier aus Markdorf von LC Performance. Heute, wie ihr schon lesen könnt, auch ein wunderschönes Fahrzeug. Wir haben hier heute einen Audi RS4 B9 da, in einem wunderschönen Sonoma Grün Metallic. Also auch eine sehr, sehr geile Farbe. Also vor allem, wenn draußen die Sonne scheint, boah, dass die Farbe und der Lack hat so eine krasse Spreizung. Wenn es bewölkt ist, ist es ein bisschen dunkler und dann, wenn die Sonne scheint, kommt so alles zu tragen. Also mega, mega geil. Das Fahrzeug kam zu uns wegen Software. Also der hat schon Hardware verbaut gehabt. Wir haben quasi lediglich, sage ich jetzt mal, den Software-Part diesmal übernommen. Verbaut ist, oder was der Kunde verbauen lassen hat, sind TTE 27 Turbolader, dann eine APR-Ansaugung, HG Motorsport Downpipes mit HJS-Cuts, HG Motorsport Vorschalldämpfer mit Delete-Rohren. Genau. Und uns wollte er das Werk vollbringen lassen, vollends oder vollenden lassen, sagen wir es mal so. Ziel war es tatsächlich 680 PS und ich muss sagen, das war echt eine Punktlandung. Also und die Kurve wie gemalt. Also ich muss dazu sagen, selten wieder so eine schöne Kurve gesehen. Die sieht aus wie von Paint, kann man schon fast behaupten. Nee, nein, aber echt wirklich geil. 680 PS, 874 Newtonmeter im EA839. Und wenn man überlegt, 450 PS hat er Werk. Manche streuen ein bisschen nach oben. Da liegt man so bei 460, 470. Ich habe auch schon welche in 480 gesehen. Genau, aber das merkt man dann auch beim Fahren. Also das Auto geht brutal. Hat auch echt einen krassen Klang, muss ich gestehen. Also der klingt wirklich mega geil. Und neben der ganzen technischen Geschichte ist auch eine Wahnsinnsoptik. Also muss ich ehrlich sagen, der Kunde hat Geschmack. Also hochglanzverdichtete Pfostenräder, schön tief. Und jeder würde jetzt sagen, ach, das Ding ist so unfahrbar. Also tatsächlich nicht. Also der fährt sich sogar echt gut. Ich war selber überrascht, weil ich zu ihm gemeint hatte, boah, das kann ja nicht gut fahren. Aber verhältnismäßig für diese Tiefe und dieses Radreifen-Setup, mega. Ja, und wie man sieht, er ist halt Liebhaber. So ein paar Details hat er noch ändern lassen. Genau. Ja, so 100, 200. Das Auto macht jetzt niedrige 6er Zeiten. Also eine 6,5 habe ich auch schon mal gesehen mit diesem Setup. Aber der wird so sich irgendwo bei 6,2, 6,3 einpendeln. Und ja, fährt total. Also original fahren die um die 10 Sekunden. Also ist ja schon mal ein gewaltiger Sprung gegenüber der Serie. Und ja, genau. Wir machen diese Umbauten natürlich auch. Er kam halt jetzt mit einem fertigen Setup und wollte quasi die Softwareseite haben, hat er bekommen. Er kommt in circa einer halben Stunde. Ich denke, der wird sich riesig freuen. Das Auto fährt mega, mega, mega gut. Und genau, wenn ihr einen RS4 B9, RS5 B9 habt, dürft ihr mich gerne kontaktieren. Ich lasse eure Träume wahr werden. Und genau, jetzt habt ihr noch ein bisschen Inspirationen. Es gibt noch ein paar geile Bilder und Klangaufnahmen zu dem Fahrzeug. Viel Spaß dabei und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank. Ja, 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 ja. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Yeah. State your name. Big, big dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass. Slab on everything. Swimming, you shaking away. Cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses. I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it. I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna.